Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Baldur's Gate 3. Schaut mal, was die Schattenherz hier für einen schönen Helm jetzt aufhat. Wir können ja, glaube ich, mittlerweile auch mittlere Rüstungen tragen. Deswegen lasst uns doch mal gucken, ob wir vielleicht hier diese Rüstung tragen können. Als dunkler Justiziar. Sind wir überladen. das müssen wir aber umgehen, wenn wir die ablegen, genau. Und wir können es tragen. Hier, geübt in mittlerer Rüstung und leichter Rüstung. Ist doch auf jeden Fall schon mal von der Rüstungsklasse jetzt besser. Und sieht doch gar nicht schlecht aus. Steht uns perfekt. Okay. Dann können wir mal losgehen. Wir haben soweit alle Prüfungen hier, oder alle Proben vielmehr, haben wir abgeschlossen. Hier liegt noch ein Buch, das haben wir, glaube ich, noch nicht gelesen. Niemand kann es mit der Leidenschaft und Hingabe aufnehmen, mit der die dunklen Justiziare Herren Schar dienen. Sie sind ihre treuesten und erbarmungslosesten Streiter, Verfechter ihrer heiligen Doktrin. Alle Novizen müssen erst einem Seluniten das Leben nehmen, ehe sie sich dunkle Justiziare nennen dürfen. Sollte jedes Mitglied ihrer Reihen seine Klinge bereits mit dem Blut von Herren Schars Feinden benetzt. Okay. I'll give it a shot. So, dann lass uns mal hochgehen zu dieser Kugel. Ich denke, dort müssen wir dann nämlich die anderen Kugeln mit dazulegen. Anything of use? Das ist so mein Verdacht. Damit wir diesen Fahrstuhl aktivieren können. Okay, wie kommen wir jetzt hoch? Fehlt hier nicht was in der Mitte? Okay, dann gehen wir die Treppen. Genau, das waren die Prüfungen. Ich glaube, sonst haben wir alles entdeckt hier, ne? Das waren die Vorräte, die haben wir. Da, setze den Schatten-Edelstein in den Altar ein. Okay. Kleiner Umweg. Wären wir ja hier hochgekommen, wenn das mit dem Fahrstuhl irgendwie funktioniert hätte. Podeste Abrechnung. The inscription's challenge remains the same. Brave the gauntlet of your Lady Shah, surmount her trials and rise a dark justicia. We have all the gems. Let's put them to use and continue onwards. Jo. Dich an den Inhalt des Buches über dunkle Justiziare erinnern. You recall them being an inner circle of Shah followers, elite warriors loyal to their last breath. Wir untersuchen den Altar. There are recesses on the altar that look intended to house something. Another such receptacle already contains a gemstone. Ja, dann leg doch mal die anderen rein. Das müssen wir hier mit Schattenherz machen. Die hat nämlich die Kugeln. Oh. Na, so, da. Aha.
What now? Wait. Was ist denn? Nothing. Nothing's wrong at all. Was geht hier vor? Sagt es mir. It's fine. Really. I just feel we're on the right track. I'm right where I need to be. Under Lady Shah's gaze. Okay. If not over, then through. The disc is moving. This must lead to the next part of Shah's gauntlet. Okay, die Proben sind noch nicht vorbei. Es geht wohl weiter mit den nächsten Proben. Okay, da müssen die anderen drei rein. Ah, es ist immer blöd hier, dass das so versperrt wird. Sein. One day I'll catch a break. Spill the blood of Zaluna and rise a warrior of Shah. This must be where initiates undertook their final preparations. The end is near. Gnadengabe. Deliver the Night Mother's mercy upon her enemies. Shroud yourself in blackest night. Trust your secrets to the night. Make a sacrifice. Rise again. Don't destroy her. Who's there? I will not fail you, my lady. Better not be cursed. Okay, lass uns mal speichern. Gucken wir mal, was hier auf uns zukommt. This must be the last step. I need to pray. Only by Lady Shah's grace did we even make it this far. Das machen wir mal nicht. Wir überlassen sie ihrem Gebet. All right. No need to dash in ahead of me. I'm ready. Okay, dann los. Wir fragen jetzt mal nicht nach. Your party is gathered. You are ready. Or so you hope. Wirklich fortfahren. Je nach deinen Entscheidungen kann sich der Zustand der Gegend ändern und einige aktive Quests sind möglicherweise nicht mehr verfügbar. Wir machen es jetzt mal. As you step into the silent water, a foreign dread travels through you. It curls its way up your leg, squeezing tight. Okay, wo sind die anderen? Sind jetzt nur wir drin? Nee, alle anderen sind auch da, okay. Ui. Sieht so aus wie beim Traumbesucher. Lady Shah. I can feel her all around. This is her domain. This is the Shadowfell. You did well. Better than I would have credited you with. Now, hurry along and bear witness to my masterpiece. This is the Dark Lady's domain. He does not belong here.
Okay, Puh, was machen wir? Wir bleiben erstmal neutral. Wie seid ihr hierher gekommen? Simple. I followed you. It seems Shah still holds a grudge against General Thorn and so sought to prevent me from entering in his name. Luckily, you were the perfect agent in helping me slip past her defenses. Now the Night Song is within reach. Ziemlich aufwendig das Ganze. Ist das Nachtlied das alles wert? There is not a shadow of a doubt. But don't take my word for it. Come, see for yourself. I feel lighter, unburdened, as if the softest push could send me drifting away. Okay, das meint er mit sanfter. Hier sind die Justiziare. Just a little bit further. See my actions, Lady Shah. Hear my words of faith. Blessed Nightsinger, witness my adoration. Da müssen wir runter. Schön, dass wir keinen Fallschaden kriegen. Oh, ein Helm. Ja, natürlich sind wir wieder überladen. Sollte es auch anders sein. Macht es natürlich nicht besser, dass wir jetzt hier so eine mittlere Rüstung auch noch tragen. Aber gut. So, kommt der Rest auch runter, oder? I'm ready. Don't touch me. Lizelle ist wieder verschwunden. So, dann kommt man mit. Time to press it. I have emptied my heart of falsehoods. I have vanquished your foes. Descend to her. Ja, wir gehen ja schon. Have to keep going. Lady Shah's will shall be done, as sure as night will fall. Ja doch, den nehmen wir auch noch mit. Maybe I need more pockets. Und ja, Dinge verkaufen. So. Das Balthasar. So, einer fehlt noch. Wir sehen mal wieder. So, wir speichern noch mal. Und gehen runter. Schattenherz, kommst du bitte mit. Und vielleicht machen wir noch mal eine kurze Rast gerade. Balthasar, come to add more bars to my cage?
Or perhaps to lead this would-be Justicia's blade directly to my heart. Ach, das ist eine Person hier, das Nachtlied. I invite you. Heap more sins upon your head. My retribution will be all the sweeter for them. All this time, and you still fail to appreciate the gifts I bestowed on you, Aelin. Sad to see a thing of beauty not recognize its own worth. But General Thorne, he appreciates you, and he wants you close at hand. So, I am here to whisk you back to him. Ketherick. I welcome the sight of him after these 100 years. He whose immortality I supply with my very soul. General Thorne. I'm sure you'll be on your best behavior for him, but just in case, I've taken some precautions. Keep back. It will take quite some concentration to secure Aelin for her little journey. Okay. Wartet, das Nachtlied ist eine Person. Person? Please, you insult her. You insult me. Aelin is so much more than that. She is an Asimar, bound to a soul cage of my creation, and lending her immortal strength to General Thorne. Her power, his will, and my genius. An unsurpassable feat. Ramblings most unsane. Poor Balthazar. For maggots ate his brain long ago. Hold your tongue, Aelin, or I'll take it away from you again. And you, no more questions. No more interference. Wenn sie der Grund für Catherick Thorns Unverwundbarkeit ist, solltet ihr sie nicht kriegen. Geht, sonst seid ihr ein toter Mann. Dann nur zu, bringt Nachtlied zu Catherick, bringt es zu Ende. Also wir dienen ja den Absoluten eigentlich schon die ganze Zeit. Ich würde jetzt mal sagen, er soll sie ruhig mal mitnehmen und dann gucken wir, was passiert. Get it over with? No, this is to be savored. Return to Moonrise Towers. I'm sure we'll find further use for you there. Now don't struggle, Aelin. Well, maybe struggle a little. A pleasure to have made your acquaintance, little warrior. We will meet again. I am eternal. I will be free one day. And I never forget a face. Until then. Okay. Spasm grips your chest. Your strength falters. An emptiness grows within you, Paladin. Something has been lost. You've broken your oath, Paladin. At the close of day, I will be waiting for you. We have much to discuss. Okay. Auf jeden Fall ein paar Inspirationspunkte bekommen. Ascend in her silver blood. Schon wieder beladen. Mal gucken, was da auf der Tafel steht. Here's the moon. What's inside? Okay, ich glaube, dann können wir durchs Portal gehen. See
Mal sehen, wo wir hinkommen. You finally showed yourself. I thought you might try and avoid me. I had a choice to make. In the heart of Lady Shah's domain. But you denied me that chance. Now my future is gone. Nothing but wind-blown ashes and wasted potential. I can no longer suffer your company. Be grateful I don't rid myself of it with a blade. Okay, es tut mir leid, wir rücken das wieder gerade. There is no we. Not anymore. You would be wise to forget me. I can only hope I one day forget you. Oh. Okay. Warte mal. Hat jetzt auch die gesamte Ausrüstung mitgenommen? Also auch das, was sie getragen hat. Weil die hatte ja wirklich gute Rüstung und sowas. Tatsache, das ist alles weg. Okay. Verschlossen. Achso, das ist die Karawanenschatulle. Da ist nichts drin. Okay, das finde ich jetzt sehr schade wegen den Ausrüstungsgegenständen. Ja, das ist doch blöd. Das Schattenherz weg. Wir laden mal. Vielleicht haben wir hier noch die Möglichkeit, anders zu handeln. Ich möchte natürlich nicht, dass Schattenherz jetzt hier uns irgendwie verlässt. Vielleicht finden wir dann einen Mittelweg, dass Balthasar sie vielleicht mitnehmen kann, wir aber Schattenherz vielleicht besänftigen oder ja, vielleicht entscheiden wir uns auch für Schattenherz eher. Balthasar. Kennen wir dann ja jetzt schon. It will take quite some concentration to secure Aelin for her little journey. Okay, ich kann sie euch nicht geben, Balthasar. I can do whatever I want. She is mine. An Asimar bound to a soul cage of my creation. Lending her immortal strength to General Thor. Her power, his will, and... Ramblings most up... Hold your tongue, Aelin, or I'll take it away from you again. Okay. And you... No more questions. No more interference. Wenn sie der Grund für Catherine Storms Unverwundbarkeit ist, sollt ihr sie nicht kriegen. Geht, sonst seid ihr ein toter Mann. Dead man? You haven't been paying attention, have you? Perhaps I'll revive your carcass and add you to my retinue. Then you'll have all the time in the world to think on your mistakes. Okay, jetzt müssen wir halt gegen Balthasar kämpfen und... Ey... Gegen ein paar, ja, wie soll ich sagen, ein paar Untote. Okay, krass. Wo sind wir denn? Ach, er ist noch da oben sogar. Nee, er ist hier unten. Warum können wir nicht? Darf nicht im Nachteil sein. Schlecht. Sehr gut. Let us make short work of this.
Oh, Astarion ist aber heftig vergiftet. Was war das denn? Kommt da noch was? Ah, okay, alles klar. Ja, machen wir weiter. Hui, der hat gesessen. Nicht schlecht. Also Lizelle hat hier gut was weggehauen. Was war das denn? Ich konnte ja Schatten jetzt nicht mal bewegen. Okay. Da müssen wir ohne Schattenherz jetzt auskommen. Dann hauen wir den mal direkt runter. So, der wäre dann auch schon mal tot. Und wir gehen mal an die erhöhte Position hier. Schattenherz ist tot. Also das war ja... ja, intelligent gemacht von dem Untoten. Müssen wir jetzt mit leben? Oh Gott, Astarion ist umzingelt. Da machen wir gleich eine Dolchwolke hin am besten. Oh, da sind auch noch welche. Okay, das wird echt ein harter Kampf hier. Astarion ist schon fast tot. Jetzt ist er auch noch blind. Okay, vielleicht sollen wir uns auf Balthasar sogar konzentrieren. So, du brauchst erstmal einen Heiltrank, das nützt nichts. Kann nichts machen, ne? Nicht so richtig. 3 Trefferpunkte, wow. Das hat ja gar nichts gebracht. Oh. Ja, der wird sterben jetzt in der Runde. Aus der Todeswolke. So, hau raus. Okay. Irgendwas ist hier gerade sehr komisch. So, wir müssen auf jeden Fall darauf achten, dass wir ein bisschen Gesundheit behalten. Okay. Was kannst du machen? Dolchwolke. Das trifft Astarion zum Glück nicht. Und alle drei? Nee. Einer ist noch da. Okay. Jo, nimm hier am besten vielleicht nochmal den Schild mit. Kann ja nicht schaden. Oh, jetzt sind hier die restlichen Untoten wieder dran. So, brauchen wir nicht. Ei. Ein Trefferpunkt hat er noch. Okay, das war's mit ihm. Jetzt haben wir nur noch die beiden hier, Nuramon und Lizelle. Ja, dauert einen Augenblick, bis es hier weitergeht. Okay, die schießen weiter auf ihn. Rückschlag, kann man immer machen. Kältestrahl. You shall live to regret this. Okay, krass.
Okay, das ist heftig. Wir müssen einen großen Heiltrank nehmen. Auch der bringt irgendwie nicht so viel. Das verfehlen wir auch noch. Ich muss aus dieser Todeswolke nicht raus, doch jetzt. Survival is all that matters. Der eine ist schon mal weg. Was machen wir hier? Wir nehmen noch einen kleinen Heiltrank. Ja. Wir nehmen jetzt mal alles, was wir kriegen können. Wir können ja vom Glück sagen, dass sie jetzt nicht so gut sind. Oh, und der Sel schläft ein. Das ist natürlich sehr unglücklich jetzt. Hey, 26? Wegen was? Achso, Todeswolke. Wir sind in der Todeswolke. Okay. Ich möchte eigentlich Balthasar töten. Kritischer Treffer und er ist verängstigt. Sehr gut. So, dann nehmen wir. Muss sein. Sonst überleben wir das hier nicht. So, Lizelle schläft schon mal nicht mehr. Schussfang. Okay, wir müssen auf den hier raufgehen. You bow or you break. Kann sich gerade nicht selbst heilen. Und warum nicht? Warum geht das nicht? Ah, kann keine Trefferpunkte regenerieren wegen kalte Knochen. Alles klar. Puh, ich hoffe, das überlebt sie noch. Wo ist Balthasar? Da. Nicht so wild. Na, wir können es noch schaffen. Okay, sehr gut. Das haben wir überlebt. So, auf jeden Fall einen großen Heiltrank. Bringt gar nichts. Und springen können wir nicht. Wir mussten jetzt erstmal den Heiltrank nehmen, das war wichtiger. Und das ist zu weit weg. Hm, können wir noch irgendwas machen? Magiehand hier können wir beschwören. Hat nicht so doll reingehauen. Heiltrank brauchen wir nicht. Oder ein Beschwören. Hat das gemacht jetzt nicht? Okay, weil wir nicht mehr bei den Proben der Schar sind. Na gut, wir haben den aber auch nicht gebraucht, um ehrlich zu sein.
Okay. Dann mach mal. Da kommen die anderen hinterher. Er hat jetzt die Magierhand entdeckt. Wir greifen jetzt an. Ach, verdammt. Der hält echt gut was aus. Aber er wird uns auch am gefährlichsten. Ja, nehmen wir mit. Hauptsache, der ist weg. Blute den Leichnam aus. Was kann er dann machen? Ich kann ihn hier stoßen. Ja, kriegt er zumindest ein bisschen Schaden. So, 4 Untote haben wir noch. Das sollten wir hinkriegen. Fehlgeschlagen. Okay. Und jetzt haben wir hier die beiden noch. Der eine ist fehlgeschlagen. Aber jetzt haben wir nur noch die beiden. Wunderbar. Ja, ganz noch nicht genügend Bewegungsrate. So. Okay. Dann spring halt. Sieben. Da kommen wir wohl nicht mehr ganz ran. Ne, der ist zu weit weg. Ich glaube, was anderes können wir hier gerade nicht machen. Ja, Schattenherz müssen wir dann wieder beleben über unser Lager. Das machen wir mal. Direkt geht gar nicht. Okay, was machen wir denn jetzt? Schattenherz soll hier ja gleich irgendwie was machen. Alles klar, okay. Naja, dafür haben wir ja die Spruchrollen. Ich leg mal eine kurze Rast ein. Und dann gucken wir uns hier mal die... Oh Gott. Naja, das wird uns alles wieder restlos überladen. Hinzufügen. Ja, ich glaube, das nimmt jetzt alles noch ein bisschen zu viel Zeit in Anspruch, Leute. Wir haben schon ein bisschen Überlänge. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge und dann gucken wir mal, was hier mit Nachtlied dann passiert und wie wir uns entscheiden können. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Bis dahin.